So. Hast du schon das Neueste gehört? Die Kinder der Velmas haben eine Höhle in den Magiebergen nördlich entdeckt. Aber bisher war noch niemand mutig genug, sich das Ganze mal anzusehen. Denn die Leute sagen, da kommt öfters ein lautes Brüllen aus der Höhle und es soll vom Monster nur so verwimmeln. Sehr gruselig, wenn du mich fragst. Wenn ich allerdings jünger wäre, dann hätte ich so schon lange erforscht. Du kennst mich ja. Ja, ja, du alter Quatschkopf. Ich kenne dich schon jetzt mehr als 40 Jahre. Und in dieser Zeit hast du nie etwas Mutiges unternommen. Wenn die anderen Männer auf Jagd gingen, musstest du immer urplötzlich auf Toilette und warst dann immer für Stunden da drin. Hey, immer schön langsam. Ich habe sehr wohl oft etwas Mutiges unternommen. Und wann soll das bitte gewesen sein? Sehr oft natürlich. Du warst bloß nie in der Nähe. Ja, natürlich. Ehrlich? Wer hat zum Beispiel den großen bösen Vogel gefangen? Niemand. Der ist dann von alleine abgehauen. Das glaubst aber auch nur du. Ich habe ihm Angst angejagt. Aber sicher. Jetzt sagt es mir aber gleich. Und was war mit den Wölfen, die uns öfters heimgesucht haben? Die wurden von den Jägern umgebracht. Du warst nicht dabei. Natürlich war ich damals dabei. Ich hatte mich nur verkleidet. Als Busch. Okay. So konnte ich mich direkt zu den Wölfen anschleichen und ihnen eins auf die Rübe geben. Du bist wirklich ein alter Quatschkopf. Ich bin noch nicht mal alt. Ich bin erst 66 Jahre. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Und ich bin so stark und mutig wie nie zuvor. Wenn du so stark und mutig bist, warum erforschst du dann nicht die neue entdeckte Höhle nördlich von hier? Mist, ich muss mal ganz dringend auf die Toilette. Es drückt. Wie hätte ich es auch anders sein können? Und weg. So, schauen wir mal, ob im Brunnen was ist. Hier ist er. Reden. So ein alter Quatschkopf. Ihr mutig? Nein, wirklich nicht. Grummel, Grummel. Wirklich ungehörig. Ah, es wird nachts, merke ich gerade. So, dann können wir hier noch Holz durchsuchen und hier die Fässer. 100 Filar, wie geil. So. Und wenn es Nacht ist, dann könnten wir uns jetzt einen kleinen Imbiss genehmigen. Ja, komm, geh doch rein. Ach, da komme ich gar nicht hinter. Eine Stahlrüstung. So, erst außer. Mist, ist es noch zu hell. Dann reden wir halt. Hallo, kann ich euch irgendwie helfen? Nun, kommt darauf an. Gab es in letzter Zeit irgendwas Ungewöhnliches? Nun, ein paar Kinder haben angeblich eine alte Höhle nördlich von hier entdeckt. Aber ansonsten passiert nichts viel in Lim. Okay, danke. So, da nichts. Habe ich mit dir schon geredet? Ich glaube nicht, oder? Nee, da war ich noch nicht. Ich weiß nicht wieso, aber diese Melodie im Hintergrund, die erinnert mich irgendwie an die Gerudos von Legend of Zelda, aber die Musik klingt nur ähnlich, nicht genauso. Hallo, ihr seid anscheinend nicht von hier. Nein, da hast du recht. Wir wollten uns mal die Stadt anschauen. Naja, Lim lohnt sich eigentlich nicht. Außer man liebt diese verdammten Grillen. Und davon gibt es hier mehr als genug. Wie kommt denn das? Nun, das Klima ist für die Viecher optimal und das knieige Gras ist recht. Ich verstehe. Aber was soll's, so schlimm sind sie auch nicht, als wenn sie nachts immer so einen Lärm machen. Das Zirpen ist wirklich absolut schlafrabend. Es war doch gerade Nacht und jetzt wird's wieder Tag? Und wir konnten niemanden aus... Ein Eisring, geil. Was macht der? Ein blauer Ring, Eisschutz. Blind, stumm und starre Zauber. Finde ich besser als Eis. Erhöht die Heilungsrate plus 1 Heilung? Wieso nicht? Finde ich für den geil. Und dann plus 5 Angriff? Finde ich auch besser als den Schutz gegen Ding. Gegen Eis. Also wird er verkauft.
Hä? Oh, habe ich gar nicht gesehen. So, komm schon. Ist da irgendwas? Nee. Oh, da ist eine Truhe. Die wir nicht öffnen können. Nur ein paar unwichtige Bücher. Ah ja. Dann reden wir mal halt auch mal mit denen. Frau mit langen Haaren. Sucht ihr etwas Bestimmtes? Ja, ein paar Informationen, was denn so passiert ist in letzter Zeit. Nun, nicht viel. Nur, dass meine Kinder eine Höhle entdeckt haben. Aber ich bin keine Klatschtante. Gar nicht, ne? Deswegen habe ich keine Lust mehr, mich mit euch zu unterhalten. Geht bitte. Natürlich. Wer hat dann die ganzen... Ja, vielleicht der da. Meine Klatze. Was wollt ihr denn hier? Wir hatten gehofft, hier ein paar Informationen zu bekommen. Über die Entdeckung meiner beiden Kinder? Nun ja, da gibt es nicht viel zu erzählen. Angeblich haben die beiden eine Höhle nördlich im Gebirge gefunden. Aber das ist ja nichts Besonderes. Höhlen gibt es viele. Und das im Dorf ist sowieso nicht niemand mutig genug. Was? Eine Höhle zu erforschen. Ich glaube, ihr habt da irgendwie einen Satz, ein Wort verschlungen oder sowas. Da wird's eh nichts drin geben, außer Steinen. Trotzdem danke. Keine Ursache. So, dann schauen wir doch mal hier noch, ob wir da irgendwas finden. Bisher nichts. Aber irgendwas wird's hier unten schon sein, oder? Ja, eine Heilflasche, sag ich doch. Irgendwas ist hier unten. Ein paar Bücher, die in diesem Regal stehen, habe ich schon gelesen, aber ansonsten nichts Erwähnenswertes hier. Kein interessantes Buch dabei. Reden. Hallo! Hallo, junge Dame. Kannst du mir sagen, was du so entdeckt hast in letzter Zeit? Aber klar, mein Bruder und ich haben eine große Höhle nördlich von hier gefunden. Aber da gab es so große Tiere drin, deswegen sind wir gleich wieder gegangen. Die Tiere haben uns große Angst gemacht, aber hier sind wir sicher. Das glaubst aber auch nur du. So, dann den. Hallo? Na, bleibst du? Hallo? Ha! Hallo! Ich sehe ganz schön gruselig aus. Fast so gruselig wie die Tiere in der Höhle nördlich von hier. Oh, die machen mir Angst. Dann warte mal ab, wie viel Angst ich dir machen kann. So, war das letzte Haus? Ich weiß nicht. Oh nö, wir haben hier noch was. Das ist ein verstecktes Ding. Aber schauen wir uns erstmal hier noch um. Ist irgendwas in den Büschen? Hauptsache einmal drumherum gehen, weil ich es nicht packe. Da versteckt sich doch einer, oder? Dieb! So, mit diesem Sonnenschutzmantel kann ich... Hallo! Wie? Verdammt! Man hat mich entdeckt! Warum versteckst du dich hier? Bleib hier! Ich kann mich nicht bewegen. Sowas aber auch, komischer Kerl. Den muss ich jetzt bestimmt ein paar Mal finden. Aber erst schauen wir uns nochmal hier um. Hier steht ein Buch über Vincent Weinhardt. Der Autor schreibt, dass Vincent von den Menschen geliebt wurde und auch nach seinem Tod noch geliebt wird. Er starb vor mehreren Jahrzehnten, soll aber noch eine letzte Rede gehalten haben. Mehr steht hier nicht drin. Alles völlig unbedeutende Literatur. Lass mich vorbei. Da könnte ich noch rüber, aber erst reden wir hier. Ihr kommt wohl immer ungebeten zu Hause rein? Nein, nicht immer. Aber immer, was rede ich da eigentlich? Verschwindet! Boah, so viele Krüge! Hier stehen Dutzende von Lagerbüchern. Sie enthalten nur Informationen über den Lagerbestand dieses Lagers. Also unwichtiges Zeug. So viele... Mist, ich komme da nicht hin. Ein Stahlhelm. Wie geil.
Noch was? Da muss doch irgendwo noch was sein. Kann ja nicht nur ein Stahlhelm sein, bei so vielen Gefäßen. Ach, komm, bin ich jetzt so blöd, dass ich jetzt hab. Nee, da ist echt nichts außer dem ein Heilelixier, sage ich doch. Da muss noch irgendwas sein. Halt, das haben wir schon durchsucht. So, und hier noch auch nichts. Wenigstens zwei Sachen. Halt. Ha, eingesperrt. Was wollt ihr denn hier im Lager? Nur mal schauen. Ja, ja, natürlich. Verschwindet, sonst helfe ich euch nach. Na, da bin ich aber mal gespannt. Ich auch. So, dann schauen wir doch mal. Wo versteckt sich der Dieb jetzt? Vielleicht hier hinterm Haus? Nee. Wo bist du? Nicht? Nein? Na, vielleicht ist er auch in eine andere Stadt gegangen. Es kann auch sein, dass wir den immer wieder mal finden und so. So, ein Gebirge. Nördlich von hier hieß es. Ach komm, jetzt ist der rasend. Ich hätte ihm vielleicht einen Bluttrank oder sowas geben sollen. Ach Moment mal, wirkt bei denen ja nicht viel, normaler Angriff ist effektiver. Ach, und Asuka schläft ein. Schlafmütze. Schauen wir mal, wie das wird. Ach komm, jetzt schläft Walner auch ein. Elaine schläft. Walner und Asuka sind wieder wach. So, Asuka, Kältehauch. Und schläft. Ach komm. Alle auf Asuka. Alle, wirklich alle auf Asuka. Elaine wacht wieder auf, das ist gut. Aber der Asuka, der hängt weiter. So. Wow. Ich sollte mal Heifi oder Jo auf Walner. Ah, jetzt wacht endlich der Asuka auch wieder auf. Oh, aber die Riesen fliegen die Weichen dauernd aus. Ha, aber wie jetzt auch mal? Und er schläft schon wieder. Das gibt's doch nicht. Alle auf Asuka. Wieso weichen die dauernd aus? Aber wenn wir ausweichen, ist es auch gut. Ha, jetzt wacht Asuka wieder auf. Frag mich, welche Fliege als erstes hin ist. Geht ja auch normaler Angriff. Wieso machen die so viel Schaden auf Walner? Kritischer Treffer 62. Geil, die ist tot. Wieso machen die so viel Schaden auf Walner? Das frage ich mich ernsthaft. Na toll, der fällt in Starre. Ah, wenigstens hat er das auf sich selber kalt gemacht. Ja gut, Kälte auch. Habe ich vielleicht vergessen, irgendeinen Gegenstand bei Walner anzuziehen? Muss ich da mal anschauen.
Einfach mal angreifen. Irgendwann ist sie tot. Sag ich doch. Solange sie schlafen, macht's ja nichts. Kann sich wieder bewegen. Ha, jetzt wacht die Elena auch auf. Und schläft wieder. Unser Dornröschen. Was? Ha, ausgewichen. Du kannst mich nicht besiegen! Und tot. So. Oh, Mist. Ich habe nicht mehr genug für Verwandlung oder sonst was. Mach mal eine Blutflasche für Walna. Und dann... Ach, falsche Schwierigkeit. Hallo? Fähigkeit? Ich kann die Fähigkeit von ihm nicht einsetzen. Verdammt, wie soll ich dann runterkommen da? Warum muss ich wirklich einen Trank der Ewigkeit benutzen? Der letzte. Zuflucht. So, Walnas Zimmer. Da. Und wieder schlafen. Ich glaube, der Sarg ist recht gemütlich, so gut wie der gepolstert ist, so mit diesem samtigen Blau. Ach, was will ich denn mit der Truhe? Die kann ich eh nicht öffnen. Silber will ich wiederholen. Wobei, ich weiß gar nicht mal, ob ich das letzte Silber schon verkauft habe. Egal. Schauen wir einfach mal. So. Dann wieder Zuflucht. So, komm schon. Aussaugen. Wieso ist es hell? Ha. Nein, schon wieder zu starke Gegner. Aber hier bin ich nicht zu stark. Also sind die Gegner nicht zu stark. Hm, da komme ich nirgends hin. Da werde ich mich wahrscheinlich als Fledermaus verwandeln müssen. Ja, da brauche ich wieder eine unsere letzte Blutflasche. Falsch. Fledermaus. Was soll der Scheiß? Wieso komme ich hier nicht hoch? Was soll der Mist? Ach, da ist die Höhle. Ach, nee, nicht schon wieder, Totenkopf. Wieso ist überall ein Totenkopf? Was machen wir dann? Was machen wir dann? Gehen wir mal nach Kländer verkaufen. In Lim war ja nichts.